So, hallihallo ihr Lieben. Ich habe euch ja vor einiger Zeit mein Nagelstamping mit Sternen gezeigt und habe euch ja gefragt, ob ihr da ein bisschen mehr von sehen wollt. Und das war eine überwältigende Resonanz. Und ich bin sowieso selber gerade im Stamping-Wahn und habe gerade eben mein Päckchen bekommen, wo ich mir ein paar neue Schablonen gekauft habe. Und da wollte ich euch einfach mal so jetzt so ein Grundlagen-Nageldesign-Video machen. Also wenn man seine Nägel irgendwie designen will, was man dann alles so braucht. Als erstes natürlich braucht ihr mal Nagellack. Ich habe euch jetzt einfach mal exemplarisch 3 Lacke hier gezeigt. Und wenn ihr stampen wollt, ist es immer gut, wenn ihr sehr kontrastreich, also der weiße fehlt jetzt leider, aber egal, also wenn ihr sehr kontrastreiche Farben nehmt, das heißt entweder eine dunkle auf den Nagel und dann das Stamping in hell oder auch umgekehrt, damit man auch wirklich richtig gut was davon sieht. Und ja, das wäre also so das Erste. Dann gibt es natürlich auch so Spezialeffektlacke. Und da werde ich euch auf jeden Fall ein Tutorial mitmachen. Ich hatte es ja auch schon getwittert, dass ich mir damit ein Nageldesign gemacht habe. Ich habe mir so blaue Nägel gemacht und dann hier diesen von Essence, ist der glaube ich Essence Nail Art, drüber. Der sieht so hammergeil aus. Also wenn ihr den noch bekommt, den gibt es jetzt glaube ich im Moment. Das ist der mit den viereckigen Stückchen und dann gibt es auch noch einen mit so Stäbchen. Wenn ihr den noch bekommt, das ist richtig super. Also das zeige ich euch auf jeden Fall demnächst. Ihr merkt schon, es gibt demnächst mehr Nagelvideos bei Coco. Jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ja. Das hatte ich euch getwittert. Und das wäre also jetzt die erste Geschichte, dass ihr also eure Nägel lackiert und dann zum Beispiel so einen Glitterlack drüber macht. Die zweite Möglichkeit ist halt, dass ihr das stampt. Und dafür braucht ihr in irgendeiner Weise so einen Stempel. Meiner ist jetzt, seht ihr nochmal die Reste von meinem Probestamp gerade. Ich konnte es echt gar nicht abwarten und habe mir hier mal so ein, könnt ihr das sehen? So völlig unmotiviert auf einem unmanikürten Finger so ein Zebra-Ding gemacht. Aber ich musste das unbedingt ausprobieren. Also meiner hat jetzt eine große Seite für so ganz Fingermuster und eine kleine Seite für kleine Motive. Und dann braucht ihr natürlich den Schaber. Das ist ja meistens dann so zusammen im Set. Und dann braucht ihr natürlich Schablonen. Ich habe mir jetzt mal welche bei eBay bestellt. Das war auch ein recht cooles Angebot. Irgendwie 10 Stück für 37 Euro. Kosten ja sonst 4 oder 4,50 Euro die Schablonen. Und ich habe mir jetzt überwiegend welche bestellt. Jetzt ist noch hier der Nagellack drauf. Ich habe mir überwiegend solche bestellt. Oh, hallo Kamera. Die eben so ein, so könnt ihr das sehen, so ein Muster für den ganzen Finger haben. Weil ich sowas bisher noch gar nicht hatte. Also bisher waren meine Schablonen alle irgendwie so mit floralen Mustern oder so. Und ja, jetzt wollte ich eben mal sowas haben. Und ich muss sagen, das hier ist auch viel, viel einfacher zu stampen. Also ich freue mich jetzt schon, das in dieses Zebra-Design in Schwarz-Weiß zu machen. Mache ich euch natürlich auch ein Video dazu. Und ja, wie die Stamping-Technik geht, das wisst ihr ja. Was man dann immer noch braucht, sind Wattepads. Und natürlich Nagellackentferner, um dann die Schablone, damit das eben nicht so aussieht wie jetzt bei mir. Ich zeige euch das gerade rasch. Dass ihr also immer nach dem Stampen die Schablone schön sauber habt. So, dann sieht die wieder schön aus. Ein paar von euch hatten auch geschrieben, warum die Schablone so verkratzt. Ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, aber ich hau da mit der Rasierklinge immer so drüber, weil ich das, den überschüssigen Nagellack einfach weghaben will, dass das bei mir einfach immer verkratzt. Also schreibt mir mal, ob das bei euch auch so ist oder ob ich da nur zu brutal bin. Also da gibt es jede Menge schöner Motive. Ich zeige euch mal ein paar in die Kamera, die ich mir ausgesucht habe. Also da habe ich echt mal zugeschlagen. Normalerweise ist das ja nicht so, immer die Kamera da, ist es ja nicht so meins, hier so voll Geld auszugeben und so. Aber das musste jetzt mal sein. Das ist die X-Package auch in ihrem Video hatte. Da fand ich das mit der Schleife ganz süß, deswegen habe ich die genommen. Und ja.
da freue ich mich auch schon drauf, das auszuprobieren. Und was ich jetzt auch schon gemerkt habe, ist, wenn ihr so ganz Fingermuster nehmt, dass das immer so ein bisschen natürlich links und rechts drüber geht. Deswegen als kleiner Tipp, wenn ihr dann so ein Nivea-Döschen oder sowas habt, dann könnt ihr da ein ganz kleines bisschen, also wirklich so mini-Fuzzi-mäßig, so reicht schon hier, wenn ihr das dann um den Finger sozusagen drum auftragt, dass das so ein bisschen fettig da ist, könnt ihr den Nagellack einfacher dann wegwischen, weil dann ist das so fettig, dass der sich gar nicht da festsetzen kann. Ihr solltet natürlich nur aufpassen, wenn ihr das macht. So, könnt ihr das sehen? Ist also extra ein bisschen dicker gelassen. Dass ihr nicht auf den Nagel kommt, weil das Fett verhindert halt, dass der Nagellack angenommen wird. Und das trifft natürlich dann auch auf den Nagel zu und da soll er ja aber drauf. Also das könnt ihr machen. Dann könnt ihr nämlich hinterher, wenn ihr fertig seid, einfach mit einem Zewa-Tuch oder so das Ganze dann wegmachen. Also wenn ihr das habt, dann ist das auch echt nicht verkehrt. Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, hier mit so Stickern zu arbeiten. Weiß ich gar nicht mehr, wo ich mir die gekauft habe. Aber die liebe Mara, also die Vorschatz-Zinderella, hat mich angerufen und hat mir gesagt, dass sie bei Kick die ultimativen Totenkopfkrönchen süßen Sticker gefunden hat. Ich habe gleich gesagt, Mara, kauf mir den ganzen Shop leer. Ah, Mara, hast du schon gemacht? Ich hoffe. Auf jeden Fall sind das so Aufkleber. Da könnt ihr einfach, wenn ihr euren Nagel lackiert habt, dann nehmt ihr so einen Aufkleber. Was ich dann auch schon mal gemacht habe, ist, dass ich dann zum Beispiel bei diesen Herzchen das innen drin nochmal lackiert habt. Also wenn ihr auch sowas sehen wollt, dann zeige ich euch das gerne, wie das geht. Und dann trage ich hier über die Aufkleber immer noch eine Schicht Klarlack auf. Und damit ich die Aufkleber etwas besser handeln kann, habe ich mir auch hier diese Pinzette gekauft, die Mara ja auch schon empfohlen hat, im Moment auch bei Essence im Shop. Weil ich bisher immer meine Augenbrauenpinzette dazu genommen habe, die Aufkleber abzulösen. Ich zeige euch das mal eben. Und aufzubringen. Aber das ist natürlich dann nicht so toll und ist vielleicht doch mal ein bisschen Nagellack da dran. Und ja, so habt ihr dann den Nagelaufkleber und dann kann man den halt dann so als Beispiel. Machen wir das jetzt mal eben. Das war jetzt spontan, das hatte ich mir vorher nicht überlegt. Na, komm her. So. Als Beispiel dann so ein Aufkleberchen auf den Nagel machen und dann lackieren. Entschuldigt bitte, wenn meine Nägel sonst etwas bescheiden aussehen, aber ich hatte mir gerade diesen wunderschönen Nagellack abgemacht und dann, ja, sieht es natürlich nicht so toll aus. Also, nächstes Mal lackiere ich, nehme ich es dann auch für euch auf. Also, dafür habe ich mir die Pinzette gekauft. Damit könnt ihr dann auch zum Beispiel so Nail Art mit Strasssteinen und so machen, dann einfach ein bisschen besser greifen könnt. Und was ich dann jetzt auch schon mal gemacht habe, dass ich meine Nägel mit Glitter verziert habe. Da habe ich jetzt zum Beispiel von MAC so ein Glitterpigment, aber da kann man auch aus dem Bastelladen irgendeinen Glitter, einen ganz feinen nehmen und den dann auf den Nagel machen und dann auch nochmal mit Klarlack darüber. Das könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr euch die Nägel in einer Farbe lackiert, also jetzt als Beispiel in sowas dunkle Grauen, den Glitter drüber machen. Aber das will ich euch auf jeden Fall alles noch zeigen. Also es ist jetzt so ein bisschen mal die Basisausstattung, was es alles so gibt und wie das alles benutzt wird, das seht ihr einfach in einem späteren Video. Ich hoffe, das hat euch irgendwie weitergeholfen und sollte ich was vergessen haben, jetzt sagen die ganzen Nageldesignerinnen wahrscheinlich, oh Coco, es gibt noch so viel mehr. Aber ich mache das ja nur hobbymäßig und ja. In diesem Sinne, ciao, ciao, eure Coco.